Guten Tag. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt machen möchte. Hallo meine lieben Freunde, willkommen! Ihr habt richtig gesehen, das ist ein Pokémon Trading Card Game Part, aber bevor wir anfangen zu spielen, habe ich eine Kleinigkeit. Denn die lieben Leute von dem Pokémon Trading Card Game Spiel, die hier in Deutschland dafür zuständig sind, haben mir ein paar Sachen geschickt. Und zwar... Hatte ich nicht zwei Themen? Und zwar haben sie mir zwei Themendecks zugeschickt und ich habe sogar zwei geile Booster-Packs, die wir auch mal auspacken könnten. Und ich dachte mir, ich zeige euch ein Themendeck heute und dann spielen wir damit einfach mal eine Runde. Und zwar ist es heute das Themendeck Donner-Amboss. Das Themendeck Donner-Amboss und ich schaue mal, wie man das öffnet. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Und dann schauen wir uns das einmal ganz kurz an, aber nur oberflächlich einmal durchschauen. Und dann schauen wir uns nämlich in-game an. Ne? Denn in-game ist das natürlich sehr viel interessanter, als jetzt hier die ganzen Energiekarten anzugucken. In so einem Themendeck ist ein Spielfeld dabei, Alter. Alter. Wow. Das ist ein Spielfeld, ziemlich cool. Da hat man die Bank und, da hat man die Bank, den Ablagestapel und die Preiskarten. Ja, das ist sehr interessant, habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Ich habe sowas noch nie besessen, muss ich ja ehrlich Ich leg dich mal dahin, okay? Nicht weglaufen. Habe ich noch nie besessen sowas und gut, dann haben wir hier noch... wir haben noch Schadensmarken und sowas, Vergiftung. Blockade, wofür ist das Zeichen hier? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall wahrscheinlich Vergiftung. Schadensmarken, sehr interessant. Sehr interessant. Wir haben einen Chip, der ist mega cool. Hier so eine Münze, so eine Coin. Zack, zack, weißt du, da machst du hier... Legen wir kurz weg. Und zwar haben wir dann die Karten. Da ist mein Code, den zeige ich euch nicht. Und das Beste aus diesem Deck ist wahrscheinlich diese Zygarde. Uey, krass, ne? Zygarde ist ein cooles Pokémon. Kann Grollen und Geoschlag, alles klar. Und dann haben wir die ganzen anderen Karten, die zu diesem Deck gehören. Dazu gehören natürlich... Ja, das ist auch alles durcheinander. Dazu gehören natürlich hier die Energiekarten. Ne? Energiekarte Pflanze, 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 Pflanze. Da haben wir einen Potrot im Deck. Das ist natürlich sehr interessant. Wir haben die Trainerkarten. Ne? Hier haben wir einen Heiko, ganz klar. Und Kampfenergie haben wir auch noch. Und ich würde sagen, das Ganze schauen wir uns jetzt mal in-game an. So, und damit sind wir dann in-game und ich habe hier meinen Code eingelöst. Ihr seht ihn hier und ihr könnt ihn leider nicht mehr klauen, denn ich habe ihn nun eingelöst. Und da haben wir es. Glückwunsch! Die nun unten aufgeführten Artikel werden von dir eingelöst, bla bla. Und wir haben das fucking geile Themendeck. Ich muss es auspacken, oder? Ich kann das aufmachen. Ach so, genau. Also, damit haben wir das Deck jetzt. Deine Einlösung war erfolgreich. Wir haben da den coolen Chip, der ein bisschen anders aussieht wie in echt. Das sieht nicht gleich aus, aber vielleicht vertue ich mich auch. Es ist schwer zu erkennen. So, dann haben wir hier einen Doppelburmi mit runterhängen. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Dann haben wir natürlich die ganzen Kampfenergiekarten. Hier ein Lavita ist im Deck. Dann haben wir die Pflanzenenergiekarten. Wir haben Picochilla im Deck. Wir haben Riolu im Deck. Wir haben Serpifeu im Deck. Und dann haben wir wahrscheinlich da auch noch die ganzen Sesokids. Ist auch noch ein Basis-Pokémon. Und dann haben wir wahrscheinlich hier Burmadamme, genau, die Entwicklung. Oh, Blattschere. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, was da auf uns zukommt. Und gehen jetzt hier in den Versus-Modus. Neustart der Versus-Letter. Und wir... Oh, ein Emolga-Ex, das sieht sehr cool aus. Und wir gehen dann hier ins Themendeck und dann nehmen wir den Donner-Amboss. Dunkler Hammer, Donner-Amboss, ne? Genau, Donner-Amboss war's. Und spielen einfach mal ein Match. Spielen einfach mal ein Match. Wow, das war ein holpriger Start. Das war jetzt ein bisschen durcheinander. Aber egal. Man muss doch mal ein bisschen durcheinander im Leben haben.
Gut, Kumpel, dann zeig mal, was du kannst. Ich habe verloren, das freut mich. Ja, möchte ich anfangen? Ich möchte anfangen. Du bist am Zug. Wunderbar, dankeschön, Kumpel. So, ich würde sagen, wir starten... Oh, Rückwärtssalto zieht eine Karte. Das ist schon mal ganz geil. Ich starte mit dir, mit Resladero. Resladero, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, geschweige denn gesehen. Kenne ich nicht dieses Pokémon. Oh, und der arglistige Angriff oder der arglistige Hieb ist auch richtig gut. Ich bin begeistert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Pokémon, ne? Mit und wir haben auch schön zwei Energiekarten auf der Hand. Das gefällt mir. Das ist auf jeden Fall ein Start, mit dem kann man leben. Ach ja, so, was, er hat irgendein Psych, er hat, oh ne, er hat das mentale Machtdeck. Oh fuck, das kenne ich, daraus habe ich ja mein eigenes Deck entwickelt, ne, mit dem mentalen Machtdeck habe ich am Anfang ja auch gespielt. Bin sehr gespannt, will ich Basis-Pokémon ziehen oder will ich, will erstmal so Karten ziehen. Mal gucken, was da so auf mich wartet. Eine Bumadamme, eine Chillabell, ist auch Phase 1 und ein Pico-Chiller. Legen wir mal auf die Bank für den Fall der Fälle, dass wir das eventuell... entwickeln wollen. Man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Und dann würde ich sagen, legen wir eine Kampfenergiekarte auf ihn drauf. Du hast Gipfelmampfer und Korkenzieherhieb. Ja. Arglistiger Hieb, ja. Wir können leider nicht angreifen, beziehungsweise keine Karte ziehen, weil wir im ersten Zug sind, aber das ist in Ordnung. Das Trassler ist auch nicht unbedingt die allergrößte Gefahr. Ist jetzt ja die Frage, ob es mich paralysiert oder nicht. Nevermind. Was war das für eine Frage? Natürlich paralysierst du mich. So, ich denke, wir können einfach direkt... Oh, das wollte ich gar nicht. ich wollte eigentlich sagen, wir können direkt... Das Zygarde ist natürlich schon ziemlich nice, ne? Sesokids. Der Punkt ist der, ich denke, ich nehme ein Burmi mit, weil ich die Entwicklung dafür habe. Entschuldigung, da ist mir gerade was runtergefallen. Und dann nehme ich noch, ich nehme es einfach mal mit, ja, das Zygarde. Ich denke, man kann davon nie genug haben, davon haben wir auch zwei, wundervoll. Und dann schauen wir mal, ob wir das Zygarde auf die Bank legen. Wir müssen generell ein bisschen aufpassen, was wir auf die Bank legen. Hier, ich wollte entwickeln, genau. Weil wir die eventuell mit Zygarde auch selbst töten können, ne? Das ist halt so die Sache. Ich lege trotzdem mein Burmi auch noch auf die Bank. Ja, ich weiß nicht. Ist nicht perfekt gespielt, aber ist schon in Ordnung. Ich kann leider nicht angreifen, aber ich denke, ich lege... Ja, ich baue Zygarde schon mal auf. Ich kann auch in der nächsten Runde eine Energiekarte an meinem Pokémon dranlegen, wenn ich damit angreifen will. Das brauche ich jetzt noch nicht entscheiden. Er geht da den Vollmodus auf das... Das ist halt ein Problem, wisst ihr? Er legt da auf jeden Fall schon Energiekarten dran für die Entwicklung. Ja, wir wissen ja, dass Trassler entwickelt sich in Galaglada am Ende. Davor kommt noch... Habe ich gerade vergessen. Trassler. Ja, auf jeden Fall Galaglada am Ende. Und er baut hier schon mal ein paar Energiekarten drauf auf, was natürlich richtig ist, weil es dann hinterher mehr Damage macht. Das Problem ist nur, das Trassler ist halt, ne, wenn er einfach mal Pech hätte, dann könnte ich auch mal was machen. Aber gut, gucken wir einfach mal. Bumadamme. Oh! Wir haben hier mit Bumadamme natürlich eine gute Konterkarte für Zygarde. Das heißt, wenn wir mit Zygarde unsere Pokémon ein bisschen attackieren, können wir die mit Bumadamme dann im Nachhinein wieder heilen. Das ist natürlich durchaus eine gute Idee. So, ich lege hier weiterhin an Zygarde einfach mal ran, damit wir mit dem am Ende auch angreifen können. Und wir brauchen Karten. Aber das ist immer das Problem an Themendecks, ne? Dass man da nicht so die richtigen Kartenziehmechaniken drin hat und so weiter und so fort. Er hat einen Keuwaff, das ist jetzt nicht so gefährlich, würde ich einfach mal behaupten. Und er paralysiert mich wieder. Dreimal in Folge den scheiß Münzwurf gewonnen. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, da... Ah, ärgerlich, ey, ärgerlich, ja. Ja, wir bauen hier die Bumadamme mal kurz auf, ne, und beenden unseren Zug, weil wir können leider nichts machen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mit Dressler... Ich muss das Dressler attackieren. Das ist ganz klar. Ich muss Dressler auf jeden Fall töten. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich klug von ihm war, da zwei Energiekarten dran zu legen. Weil anscheinend hat er nicht die Entwicklung, die Phase 1 Entwicklung von Dressler. Ja, jetzt wechselt er auch aus. Ja, ich weiß nicht, ob er das gut spielt. Aber er kann uns hier halt auf jeden Fall gut damagen. Und, ja, immerhin sind wir nicht paralysiert. immerhin. So. Jetzt die Frage. Rückzug. Das ist eine relativ gute Ausgangsposition. Weil wir jetzt Folgendes machen. Wir ziehen dich zurück. Wir gehen mit Zygarde in den Kampf. Und one-hitten einfach sein fucking Coilwaff. Und er hat nichts auf der Bank, das war sogar Schwäche, habe ich gar nicht drauf geachtet. Er hat nichts auf der Bank, womit er mir wirklich großartig wehtun kann momentan. Vor allen Dingen, weil er sein Trassler auch noch ausgewechselt hat und die Auswechslung natürlich dazu geführt hat, dass er eine Energiekarte verloren hat. Er wird jetzt versuchen, mich wieder zu paralysieren, außer er topdeckt die Entwicklung. Macht er nicht, Miltank ist, kann gefährlich sein, ist es aber gerade zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ihm fehlt ja natürlich die Entwicklung, ne? Die Entwicklung von Trassler ist gerade ein großes Problem von ihm. Aber, ja, und er hatte mal wieder kein Glück, ne? Er hat mich, glaube ich, dreimal in Folge paralysiert, jetzt hat er zweimal Pech dabei. Und das ist natürlich gut für mich, ja? Weil ich kann jetzt hier einfach seine Pokémon auseinandernehmen. Das ist kein Problem. Ich meine, den Schaden, den ich mir auf der Bank mache, scheiß drauf, ist egal. Ist egal. Es ist sehr gut. Ja, sehr gut. Wir haben Energiekarten, wir haben Pokémon in der Hinterhand, die wir aber nicht brauchen. Wir haben alles, was wir brauchen, auf der Bank. Er steht jetzt ein bisschen doof da, weil er halt auch nicht... Wie will er mich töten, ne? Wie will er mich töten? Er bräuchte dafür halt jetzt was Starkes. Aber er gibt jetzt sein nächstes Trassler auf. Und das Problem ist, ja, natürlich hat er Glück und paralysiert mich hier jetzt wieder. Aber das Problem von ihm ist einfach... Ja, ich kann es nicht zurückziehen. Ich könnte zurückziehen und dann mich heilen und so. Aber das ist, denke ich, nicht unbedingt notwendig. Wir können hier auf jeden Fall nochmal eine Blattenergie dranlegen. Einfach, um Wurmadamme schon mal aufzubauen. Damit wir da keine Probleme haben. Dann gehen wir einfach in den nächsten Zug rein. Und er hat natürlich Probleme, hier überhaupt irgendwas hinzukriegen. Ja, aber das bringt ja auch nichts. Wobei, der Miltank kann mit drei Energiekarten kann Miltank 60 Damage machen. Ist schon ordentlich, ne? Ist schon ordentlich. Aber er hat jetzt wieder verloren. Ich töte ihn jetzt wieder, hab sein drittes Pokémon down. Er wird jetzt wahrscheinlich mit Miltank in den Ring kommen. Kann ich aber auch one-hitten, weil er mich nicht paralysieren kann. Ja, er wird mir 60 Damage machen. Das schmeckt mir nicht unbedingt. Aber, weil dann bin ich halb tot. Aber er hat nichts auf der Hand. Das ist eine Energiekarte. Ja, eine Energiekarte hat er noch. Wahrscheinlich hat er noch eine Energiekarte. Weiß ich nicht ganz genau. Und halt seine Top-Deck-Karte. Ja, jetzt macht er mir 60 Damages, in Ordnung. Und wir haben das gut aufgebaut, das Spiel, ne? Wir haben das gut aufgebaut. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Wir haben halt mit Zygarde da jetzt einfach auch einen Kerl im Ring, der hier alles auseinander nimmt. Aber das haben wir taktisch klug aufgebaut. Die Zeit, die er uns quasi genommen hat durch seine blöden Paralyse-Sachen, die haben wir genutzt, um da wirklich ein gutes Fundament hinzubauen. Und er leider nicht. Ne? Das Problem ist, mein Lavita stirbt jetzt gleich, mein Chillabell stirbt jetzt gleich. Nein, mein Chillabell stirbt nicht, hat 90 Leben. Wurmadamme auch nicht. Mein Resladero stirbt auch in zwei Zügen. Aber ist eigentlich egal. Das Problem ist halt, er kriegt nochmal Preiskarten. Ja, Golbit. Golbit wird auch nicht mehr viel machen. Was ich jetzt natürlich machen könnte. Ich kann den einfach zurückziehen. Das müssten wir nicht machen. Ich denke, wir haben safe gewonnen. Auf jeden Fall, egal was wir tun. Aber wir haben auch keine
wir haben auch keine Eile. Wir stehen sehr gut da und dann können wir es ja auch einfach nutzen. Ich denke, das ist auch so eine kleine Kombo in dem Deck, auf die man spielt, dass man mit Zygarde natürlich ein bisschen selber sich damaget, dass man mit Burmadamme aber auch wieder das Ganze wegheilen kann. Und das sieht man hier in dem Match sehr gut. Ist ein sehr, sehr cooles Spiel gewesen. Mal gucken, was er hier noch so am Start hat. Er probiert es auf jeden Fall. Ne? Wobei, das ist jetzt ein bisschen gefährlich tatsächlich, ja. Weil er nochmal Karten zieht. Aber ich denke nicht, dass er da zurückkommen kann. Wie gesagt, wir machen jetzt hier einfach, wir legen hier nochmal locker flockig was an. Wir haben so viele Sachen, ne? Ist einfach, es ist unfassbar. Wir können hier machen, was wir wollen im Grunde. Und ja, wir können den jetzt töten. Ja, machen wir. Warum sollen wir jetzt noch weiter rumheilen und das Ganze in die Länge ziehen? Wir wollen ihm auch gar keine Zeit lassen, ne? Weil ein bisschen Angst habe ich dann doch schon, wenn ich jetzt hier nochmal das Hut nochmal eine Runde leben lasse und er nochmal Karten zieht und so weiter und so fort, dass ich dann am Ende hier nochmal in irgendeine Bredouille komme, aber ich wüsste auch nicht, was er machen will. Ja, was will er jetzt entwickeln? Golbit hat keine Entwicklung, genau. Er kann nur da sein, sein Katzenvieh, sein Enekoro entwickeln. Aber bringt ihm nichts, ne? Das hat er jetzt auch gesehen. Ich denke, ihm ist bewusst, dass er jetzt tot ist. Wenn alles gut läuft, ist er jetzt tot. Wenn ich ein bisschen Pech habe, dann lebt er nochmal eine Runde, aber ja, natürlich habe ich Pech. Ich weiß auch nicht, Münzen werfen ist nicht so meine Stärke. Hat man auch heute im Video gesehen. Naja, Leute, das war das Themendeck. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, der Anfang hat euch auch gefallen. Ja, die kleine Vloggy-Szene am Anfang. Wir können jetzt hier auch nochmal unsere Pokémon heilen. Bam. Zack. Das ist eine coole Kombo, ein cooles Deck. Hat tatsächlich Spaß gemacht, ja, bin überrascht. Wir haben auch überhaupt keine Karten mehr gebraucht. Wir hatten alles, was wir brauchten, ab Turn 5, 6 oder so. Und super. Wir kriegen noch ein Geschenk am Start, ein Geschenkchen. Was ist da drin? Habe ich das jetzt weggeklickt? Keine Ahnung. Mal gucken. Oh, ein Ticket. Nice. Woo. Und wir kriegen, was kriegen wir hier noch? Auch noch ein paar Münzen, oder? Was war das für eine Belohnung? Ja, 25 Münzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.